Im EU-Haushaltsstreit bleibt Polen bei seinem Veto. Zuvor war berichtet worden, der stellvertretende polnische Ministerpräsident habe eine Kehrtwende angedeutet. Hätte Warschau die Blockadehaltung aufgegeben, würde nur noch Ungarn die Bewilligung des EU-Haushalts inklusive der Corona-Hilfen blockieren. Ein polnischer Regierungssprecher korrigierte das nun. Es bleibe beim Veto. Der stellvertretende Ministerpräsident sei nur Mitglied eines kleinen Koalitionspartners und nicht der wichtigsten Regierungspartei. Polen und Ungarn nutzen ihr Vetorecht gegen den EU-Haushalt, weil sie eine Regelung verhindern wollen, die vorsieht, EU-Mittel zu kürzen, sollten Staaten gegen bestimmte Rechtsstaatsprinzipien verstoßen.